Eigentlich sollte das LG V10 ja gar nicht nach Deutschland kommen. Doch Gott sei Dank haben sich jetzt die Koreaner eines Besseren besonnen, weil das ist schon wirklich ein Ausnahmegerät, das V10. Gleich in mehrerer Hinsicht. Ich fange mal mit dem Augenscheinlichsten an, denn ich habe hier oben einfach, und das erkennt man, glaube ich, am besten, wenn man jetzt hier mal einen weißen Hintergrund hat, ein zweites kleines zusätzliches Display, also kein Rahmendisplay, sondern eben halt hier oben. Und vor allen Dingen, das ist komplett unabhängig vom Hauptbildschirm zu bedienen. Eben halt hier beispielsweise VIP-Apps. Da kann man, ich zeige das gleich noch ein bisschen mehr, wie das geht mit den Einstellungen. Hier kann man VIP-Kontakte hinzufügen, ist, glaube ich, auch relativ klar, wie das funktionieren soll. Apps, das nennt sich Signatur, klassischerweise wahrscheinlich der eigene Name oder was auch immer da drin stehen wird. Und das Ganze kann man hier über Second Screen einstellen. Das ist jetzt nicht ganz so selbsterklärend an der Stelle, weil man denkt, das sind halt hier nur die Ein- und Aus-Tasten, um zu sagen, ich will das oder ich will das nicht. Und vor allen Dingen, wie soll er sich verhalten, wenn der Hauptbildschirm ein- oder ausgeschaltet ist? Weil da hat man eben die Zusatzmöglichkeit zu sagen, okay, wenn der Hauptbildschirm ausgeschaltet ist, dann kann auch der oben dezent mit geringem Energieverbrauch hier eingeschaltet bleiben, um beispielsweise sowas halt wie die Taschenlampe oder sowas hier zu haben. Das ist natürlich dann sehr, sehr nützlich oder auch um die Kamera zu starten. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und vor allen Dingen finde ich am wichtigsten natürlich Datum, Uhrzeit und Akkustand. Ja, und hier hinten, das ist ein Aus-Standby-Taster. Einmal kurz draufdrücken, Finger drauf liegen lassen. Moment, so. Und dann ist man wieder da. Und ihr seht, sobald das Hauptdisplay eingeschaltet ist, kommen hier halt die anderen Funktionen zum Tragen. Sehr durchdacht. Allerdings muss man erstmal drauf kommen, dass die Einstellungen hier eben halt nicht nur ein Ausschalter hier sind, sondern vor allen Dingen auch, wenn man links drauf tippt, da bin ich zuerst nicht wirklich selbstverständlich drauf gekommen, dass man hier dann diese Einstellungen sieht. Dass man hier halt ein- und ausschalten kann, was man sehen will, was man hier wo haben möchte und vor allen Dingen natürlich dann auch sagen kann, welche Apps möchte ich wo haben, kann man hier auch nochmal und vor allen Dingen auch die Kontakte, dass man die dann nochmal beispielsweise auch rausschmeißen kann. Und was ich vor allen Dingen sehr clever finde, ist, was die Apps betrifft, die kann man auch gleich per Drag and Drop beispielsweise hierhin verlegen oder auch einfach zurückverlegen. Also die sind wirklich interaktiv sozusagen. Da hat LG auch gleich wirklich Nägel mit Köpfen gemacht. Das ist jetzt nichts Beta-mäßiges, sondern das hat sich wirklich in Android ja, perfekt integriert, möchte ich meinen, an dieser Stelle. Ja, und das alles, wie gesagt, gibt es dann hier. Und hier ist diese Geschichte mit der Signatur. Dann könnt ihr halt auch verschiedene Schriften und so weiter haben. Also das ist ein bisschen Spielerei, aber trotzdem, es sieht ja jetzt nicht schlecht aus, möchte ich meinen. Jetzt gehen wir auch gleich mal von hier aus in die Kamera, weil Multimedia ist definitiv ein absoluter Schwerpunkt. Und da sehen wir auch gleich diesen manuellen Modus hier von den Videoaufnahmen. Beispielsweise hier oben könnt ihr schon mal erkennen, ich habe nicht nur die Aussteuerung von dem Audioton, also jetzt, wenn ich beispielsweise mal ein bisschen lauter spreche, seht ihr, okay, das ist jetzt hier nicht so ganz ideal eingepegelt. Dann klickt man einmal hier unten drauf und kann dann manuell anpassen die Aussteuerung der Mikrofone. Gleich links daneben sieht man auch noch mal Richtwirkung. Ich habe nämlich insgesamt 3 Mikrofone, 2 für Stereo. Und für die kann ich hier halt sagen noch mal, wie sollen die ausgerichtet sein? Und das dritte ist dann einerseits Hintergrundgeräusche und hier ganz speziell auch jeder, der mal ein Video im Smartphone gemacht hat draußen, wird das kennen, Windgeräusche. Habe es jetzt natürlich noch nicht ausprobieren können. Das ist gerade heute erst gekommen, das Gerät. Aber wenn das auch nur halbwegs vernünftig funktioniert, ist es auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und nicht zuletzt, ich kann auch während der laufenden Videoaufnahme hier beispielsweise die ISO-Zahl verändern oder eben sogar den manuellen Autofokus, Weißabgleich und alles während der laufenden Aufnahme. Nicht zuletzt gibt es hier noch einen folgenden Vorteil. Achtet mal hier oben drauf. Ihr habt hier nicht nur die Kontrolle 4K-Video, 30 Bilder pro Sekunde, sondern vor allen Dingen auch 64 Mbit. Also das ist nochmal eine Ecke höher, als man hier erreichen könnte über den normalen normalen Automodus. Das wäre dann dieser hier. Wenn man da Videos mitmacht, ist man im Schnitt bei 47, 48 Mbit. Auch nicht schlecht, aber da kann man auch ein bisschen mehr aus der Qualität rauskitzeln sozusagen. Und da gibt es noch reichlich, das soll jetzt nur mein erster Einblick sein. Von daher finde ich das sehr, sehr spannend. Fotos übrigens mit 16 Megapixel und vor allen Dingen
optischer Bildstabilisator. Blendenwert ist auch sehr gut, f1,8, also sehr lichtstark. Zweifarbige LED-Blitz und, wie wir das ja schon vom G4 her kennen, Laser-Autofokus, also besonders schnell und besonders präzise soll der sein. Also das stimmt wirklich alles. Und noch eine Überraschung auf der Frontseite. Bevor ich die zeige, muss ich aber hier kurz erstmal wieder einschalten und bei der Gelegenheit gleich mal sagen, das hier ist nicht nur ein Aus-Standby, sondern auch ein Fingerabdrucksensor. Funktioniert jetzt im Prinzip wie beim Sony Z5 bei der Reihe. Das heißt, also drauflegen alleine reicht nicht. Man muss einmal kurz tippen, also drücken, und dann wird der Finger überprüft, klappt auch relativ zuverlässig. Und dann sieht man nämlich hier vorne, dass ich da auch noch zwei Linsen habe. So müsst ihr jetzt, blendfrei ist natürlich immer schwierig. So, jetzt glaube ich geht's. Ihr seht hier vorne zwei Linsen. Das ist nicht, dass da irgendwas kombiniert wird, sondern ich habe verschiedene, also einmal normal 80 Grad und einmal Weitwinkel 120 Grad. Mit dem Unterschied 120 Grad 5 Megapixel, bei 80 Grad sind es 8 Megapixel. Wobei ich sagen muss, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Praxis so viel ausmacht, ob man nicht gleich lieber gesagt hätte, komm, eine Linse, 120 Weitwinkel ist immer gut, oder vielleicht so ein Kompromiss irgendwie mit 100 Grad oder sowas macht und stattdessen eine Front-LED. Das fände ich doch sehr viel spannender eigentlich, aber naja. Das ist jetzt das eine, wo man sagen kann, naja, und das andere ist, das sieht man jetzt wahrscheinlich natürlich nicht hier bei der Beleuchtung, aber was mir im Dunkeln aufgefallen ist, dieses Zusatzdisplay, sofern das dann eingeschaltet ist, wenn hier ausgeschaltet ist, das Hauptdisplay, sieht man so ein bisschen die Hintergrundbeleuchtung hier von der Seite, hier von links so ein bisschen da reinschlagen. Das ist jetzt aber nur wirklich ein reines Schönheitsmerkmal, sage ich mal. Bedeutet einfach nur, da wäre, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben qualitativ. Und auch vielleicht dann von der Akkulaufzeit, das muss man mal sehen. Akkulaufzeit, das ist natürlich die perfekte Überblendung für mich jetzt, um auch mal, wie gesagt, hier auf die Optik zunächst und den Rückdeckel zu sprechen zu kommen. Der sieht nämlich nicht nur rau aus, der ist es tatsächlich auch, also wirklich sehr stumpf. Dadurch toller Grip für die Finger, Silikon ist das. Ich finde das sehr, sehr angenehm und es sieht ganz schick aus, finde ich. Hab hier Metallrahmen. Und nicht zuletzt, ich kann hier die komplette Schose öffnen und damit dann auch, jawohl, hat ja Seltenheitswert heutzutage, den Akku austauschen. 3000 mAh hat der. Wie lange der dann durchhält, müssen wir dann im finalen Test mal sehen. Ihr seht hier außerdem, ich kann eine MicroSD-Karte einlegen, auch gleich bis 2 GB. Intern verbaut sind 32 GB, netto 20,8. Da könnte man natürlich jetzt sagen, okay, bei einer Preisempfehlung von 649 Euro ohne Vertrag hätte man da nicht, naja. Aber es reicht, man kommt über die Runden, gar kein Thema eigentlich. Aber trotzdem, das wäre halt so ein Punkt gewesen, wo man sagt, naja, vielleicht bisschen mehr wäre besser gewesen oder man reduziert den Preis ein bisschen. Aber das ist gar nicht das Hauptproblem, muss ich sagen. Hauptproblem ist nämlich der Snapdragon 808 Prozessor meiner Meinung nach. Das finde ich jetzt absolut, also es hätte mindestens der 810er, am besten der 820er sein müssen. Gut, damals im LG G4 haben wir noch gesagt, okay, gute Entscheidung, weil da hatte der 810er, das Topmodell aus dem Hause Qualcomm, ja noch diese Überhitzungsprobleme, die ja aber mittlerweile behoben sind. Deswegen hätte man das jetzt hier gut einbauen können. Okay, Nexus 5X beispielsweise oder Motorola X-Dial haben auch den 808er, kosten aber deutlich weniger. Und hier sind jetzt 4 GB Arbeitsspeicher verbaut, also wirklich am Anschlag trotzdem. Glaube ich mal, dass diese zwei Hochleistungskerne, die ja nur von diesen 6 Kernen insgesamt auf dieser Cortex A57 Architektur basieren, wie das so schön heißt, dass da wahrscheinlich das nicht allzu viel besser abschneiden wird, wie besagte G4 X-Dial, die alle so um die 20% über dem Durchschnitt liegen. Versteht mich nicht falsch, das ist jetzt Gesamtwertung aller Benchmarks, die ich ermittle. Das ist ein guter Wert, absolut in Ordnung, aber bei dem Preis, oder man hätte halt den Preis auf so zwischen 400 und 500 Euro vielleicht runterregeln können, dann hätte man gesagt, okay, 808 passt, gar kein Ding. Zumal ich habe LTE 300 Mbit, Dual-CHSPA, Wireless LAN AC, Bluetooth 4.1, NFC, alles an Bord und die übliche Oberfläche hier von LG, die ja wirklich alles bietet, was man sich da nur wünschen kann. Insbesondere finde ich ja immer gut diese Sachen hier unten mit dem, mit den Individualisierungsmöglichkeiten hier von der Bedienleiste. Tastenkombinationen kann man hier halt hin und her schieben, wie man möchte. Oder beispielsweise auch den Dual-Window-Mode hier noch mit einfügen.
Also Splitscreen für zwei getrennte Apps. Das ist alles sehr intuitiv und vor allen Dingen nicht zuletzt hier Bedienleiste verbergen. Geht auch, dass ich je nach App hier das manuell einstellen kann. Ich habe es jetzt mal hier für Chrome vorbereitet. Ihr seht, dann habe ich wirklich den kompletten Bildschirm für den Nettoinhalt und habe hier nicht 7-8%, macht das ja meistens aus. Diese Leiste hier unten, falls ich sie brauche, einfach einwischen. Nach 4 Sekunden geht die automatisch wieder runter. Oder ich kann auch ganz einfach, wenn ich sie nicht mehr möchte, manuell ausblenden. Dann geht sie fast sofort wieder runter. Das finde ich auch alles sehr geschickt. Und nicht zuletzt, der Bildschirm selbst ist natürlich ein Kracher. Ich gehe mal jetzt hier am besten nochmal auf die, hier, weißer Hintergrund ist immer noch am besten. So kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen, weil das sind 5,72 Zoll, 145 mm, also ein echter Oschi, 20% über dem Durchschnitt, Rang 8 damit in den Charts, also das 8-größte Smartphone hierzulande, aber dementsprechend habe ich natürlich auch einen Brummer in der Hand, ist ja auch, glaube ich, klar, 79 mal 160 mm und vor allen Dingen 192 Gramm. Trotzdem muss ich sagen, für die Größe ist das schon eigentlich sehr, sehr ordentlich, weil wie gesagt, hier stumpfe Rückseite, so ganz leicht gebogen hier, das geht. Also ist jetzt vielleicht nichts fürs kleine Schwarze am Abend oder so, aber trotzdem insgesamt sehr handlich, sehr angenehm für diese Größe, passt das schon einigermaßen. Nicht zuletzt habe ich natürlich auch noch ein kleines Trostpflaster, die Auflösung 1440 mal 2560 Pixel und damit eine Dichte von 408 Pixel pro Quadratmillimeter, 513 ppi. Ist jetzt kein neuer Rekord, aber auch das immerhin noch 50% über dem aktuellen Durchschnitt. Also für 5,7 Zoll dann noch so eine Auflösung hinzukriegen, genial geradezu. Das Einzige, was man da sagen muss an der Stelle hier beim Display, LG spricht von 550 Nit. Es ist 1:1 umgerechnet Candela pro Quadratmeter und da habe ich mal nachgemessen. Bildschirmmitte, maximale Helligkeit, Automatikmodus natürlich ausgeschaltet, komme ich jetzt hier auf Maximum 388 Candela pro Quadratmeter. 388 statt 550, das ist schon mal ein Unterschied. Hier also das Allerhellste ist es nicht, 17% unter Durchschnitt. Was ich außerdem noch sagen möchte ist, dass man jetzt natürlich dann sich überlegen muss, 649 Euro bedeutet wahrscheinlich 630, 620 Euro zum Start, vielleicht irgendwann bei 600 Euro. Selbst das wäre noch eine ganze Menge Holz, obwohl das Gerät wirklich toll ist, multimedial enorm was zu bieten hat, haptisch toll ist, toller Bildschirm und wie gesagt, dieser zweite Bildschirm hier oben gefällt mir ausgesprochen gut, habe ich einen richtigen Mehrwert, einen echten Nutzen, alles toll, nur der Preis. Naja, hoffen wir das Beste, dass der schnellstmöglich sinkt. Und das soll es dann auch schon gewesen sein als erster schneller Eindruck vom LG V10. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald. Ciao.